habe mich gefragt, ob du auf der Hochzeit meiner Schwester vielleicht mein Date sein willst. Kommen deine Alten auch dahin? Auf die Hochzeit meiner Schwester? Ja, ich denke schon. Das ist dann, als wär's was Ernstes. Das bin ich. Bevor ihr was Falsches über mich denkt, müsst ihr wissen, dass meine bisherigen Dates eher nicht so prickelnd waren. Ich habe mich aus meiner Wohnung ausgesperrt. Kann ich mal kurz telefonieren? Wenn jeder Typ, der dir über den Weg läuft, irgendwie immer auf der Flucht ist, hätte die Frau, die gerade aus deiner Wohnung gekommen ist, dir bei deinem Problem nicht vielleicht helfen können? Ich hasse es, wenn ich die Gefühle von Frauen verletze. Dann musst du den Tatsachen ins Auge sehen. Mit wie vielen Typen muss ich denn ins Bett gehen, bis ich den richtigen finde? In Amerika finden 96% der Frauen, die 20 oder mehr Liebhaber hat, nie einen Ehemann. 20? Mhm. Das ist aber ganz schön viel. Nein, ist es nicht. Ich werde mit keinem einzigen Typen mehr schlafen, bis ich sicher bin, dass er der Richtige ist. Das ist der dicke Donald. Mit dem habe ich mal ein Date gehabt. Donald? Das ist ja irre. Das ist meine Verlobte Kara. Sie ist Raketenwissenschaftlerin. Ich heirate auch bald einen Wissenschaftler. Der sieht auch nicht wirklich schlau aus. Kann es sein, dass meine Ex-Freunde mittlerweile viel cooler geworden sind? Okay, du hilfst mir, meine Ex-Freunde aufzuspüren und ich helfe dir, vor deinen zu fliehen. Das ist ein Deal. Was ist mit Jerry Perry? Der ist Bauchredner, der muss Single sein. Gib mir doch deine Nummer, dann rufe ich dich mal an. Wie geht's, Süßer? Hey, babe. Du siehst echt heiß aus. Tja, weißt du was? Ich bin leider schon total verplant. Oh, Leute. Was ist mit Simon Forrester? Allie, richtig flott siehst du aus. Simon, ich bin hocherfreut. Das ist Colin, aber er muss uns jetzt leider verlassen. Nein, eigentlich nicht. Was ist passiert? Wir haben uns hervorragend verstanden, bis ich auf Borat gemacht habe. Also, du wollen tanzen? Ha? Darf ich dich zum Essen einladen? Checkst du deine ganzen Ex-Freunde ab, damit du nicht über 20 kommst? Ja, aber nur so lange, bis ich mich verliebe. Wow. Ich hätte nie gemerkt, dass ich schwul bin, wenn wir nicht ausgegangen wären. Oh. Ja. Ich hab das Gefühl, alle haben ein cooles Leben, nur ich nicht. Woher weißt du, was du willst, wenn du nicht weißt, wer du bist? Dann gehe ich wohl allein auf die Hochzeit meiner Schwester. Ich könnte mit dir gehen. Würdest du echt? Ja. Manchmal darf man sein Leben nicht nach Statistiken ausrichten, sonst stellt man sich nur selbst ein Bein. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ich will doch nur jemanden, der mich so mag, wie ich bin. Barrett? Ich bin's, Allie. Aha. Kennen wir uns? Wir waren mal zusammen, so knapp 3 Monate lang. Oh. Na, mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Oh, Allie. Natürlich. Der perfekte Ex. Demnächst im Kino.